Ja, hallo, servus und grüß euch. Herzlich willkommen zurück zu Factorio, der Fließband- und Förderoptimierungssoftware schlechthin. Ich bin jetzt leider einige Tage, ja fast schon Wochen, nicht mehr zum Spielen gekommen. Das ist jetzt endlich wieder eine neue Aufnahmesession. Ich muss mich erst selber wieder orientieren. Wir haben ja jetzt aktuell fortgeschrittene Elektrotechnik in Forschungsauftrag. Was mir fehlt ist, wir benötigen ja demnächst auch diese, ich glaube, türkisen Wissenschaftspakete. Und die müssen theoretisch in einem dieser Forschungszweige versteckt sein. Also jetzt traue ich mich mal wetten, dass wir die militärischen ignorieren können. Aber irgendwo müsste da dann auftauchen, ermöglicht sowieso. Automatisierung 3 verfügbar, ihr seht das genau, diese hellblau-türkisen Wissenschaftspakete, das benötigen wir jetzt dann schon, wenn wir Automatisierung 3 erforschen wollen. Gut, ja, ich klicke mich da mal schnell durch. Ermöglicht Elektromotorenbauteil. Umspannwerk. Ich gehe es jetzt mal schnell durch. Es muss da irgendwo auftauchen. Okay, Militär habe ich mal gesagt, können wir ignorieren. Automobilität, ich möchte ein Auto in den nächsten Folgen erforschen. Benötigt für Panzer, ja, wollen wir nicht wirklich, aber das hätten wir eigentlich schon. Also wir könnten Automobilität auch schon erforschen, theoretisch. Oder braucht das was Blaues? Nein, braucht es nicht. Okay, Militär, Militär, Militär. Ja, und die Module Level 2 brauchen auch schon das Blaue. Okay, Sprengstoff wahrscheinlich nicht. Logistik. Da hätten wir dann Express-Fließbänder. Teilerfließband. Auch nicht wirklich. Lasertürme. Batterie. Ah, da schau her. Batterie. Und das benötigt Schwefelaufbereitung. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob wir Schwefelaufbereitung. Wo ist denn das wieder versteckt? Das ist da oben versteckt. Okay. Ich hoffe, ich vergesse das jetzt nicht. Batterie, Schwefelaufbereitung. Okay, dann geben wir Schwefelaufbereitung als nicht, naja, fortgeschrittene Elektrotechnik. Was erforschen wir da jetzt gerade? Was können wir damit? Ich switch da mal um auf Schwefelaufbereitung. So, gut. Jo, wir haben ja da unsere zwei Hauptabbau- und Versorgungsanlagen, die mehr als nur voll sind im Moment. Diese Plastikteile produzieren wir auch schon. Wie sieht es denn mit unseren Puffern aus? Okay, die ist voll gebuffert. Die halb voll. Sehr fein, so stelle ich mir das vor. Ihr wisst das ja, Buffer insofern. Da sollte da unten zu Problemen kommen, beziehungsweise zu einem Ausfall kommen, habe ich dann zumindest noch einiges an zwischentemporären Ressourcen, damit da oben die Produktion nicht zum Erliegen kommt. Was mich zum nächsten Punkt bringt, ein fettes Dankeschön an Elite Patty, der hat eines meiner letzten Videos kommentiert und hat gemeint, ich soll mir im Moment keine Sorgen um den Energieverbrauch machen. Und zwar ist das Verwirrende da oben. Wenn ich das richtig verstanden habe, und lieber Elite Patty, solltest du das sehen, die Folge, und dir gerade wieder auf die Stirn klatschen, weil ich es falsch verstanden habe, bitte nochmal reinkommentieren. Ich tue mein Bestes. Ich habe sogar mal kurz in einem Forum nachgelesen, weil man dachte, okay, alles klar, was er sagt, ich kenne mich aus, dann habe ich das Spiel kurz gestartet, dann stand ich wieder vor den drei Balken und dachte, okay, doch noch nicht so ganz. Ich glaube, was mich so verwirrt ist, dass da steht Verbrauch und da Produktion. Jedenfalls. So, und jetzt kommt's, wenn ich das richtig verstanden habe, ist das die Menge an Strom, also solange dieser Balken, das ist immer Maximum grün, das produzieren wir. Und das, was unsere, ich versuche es jetzt mal so zu interpretieren, unsere Produktion verbraucht, ist dieser Balken, der da hin und her äumelt. Solange dieser Balken nicht ebenfalls bis zum Anschlag geht, sollten wir keine Energieprobleme haben. Aber solange wir Schwefelaufbereitung forschen, werde ich noch einmal Energieproduktion starten, weil wir sind rein theoretisch, wenn ich es richtig verstanden habe, zwischen 50 und 75% Verbrauch derzeit. Also wir könnten demnächst tatsächlich einen Energieengpass bekommen. Das bedeutet, ich werde da oben und ich möchte noch was ausprobieren. Man kann, glaube ich, angeblich
mehrere dieser Dampfmaschinen in Folge schalten. Also richtig schön viele. In Verbindung mit Kesseln. Ich werde das da nach oben ziehen. Versuchen wir das mal. Ich habe keine Ahnung. So, sorry, wenn ich mich ein bisschen verklickere. Ich muss selber erst wieder reinkommen in das Game. Wir benötigen eine Pumpe. Offshore-Pumpe. So, vorher mal kurz schauen, nicht, dass ich wieder alles doppelt und dreifach produziere. Eine Offshore-Pumpe. Dann Heizkesseln. Ich gebe es zu, kurz mal auf YouTube geschaut und gegoogelt. Ich glaube, der hatte bis zu 14 Heizkesseln. Ich werde jetzt aber dennoch nur, keine Ahnung, können wir ja ausprobieren. Ich mache mal, wie viel habe ich jetzt in Auftrag gegeben? 7 Stück. Und dahinter hänge ich einfach alles, was wir jetzt noch am Material haben, als Dampfmaschinen dran. So. Das Ganze klatschen wir jetzt mal daher. Kohle haben wir, kommt von der Seite, können wir das daher klatschen. Ja, da geht es sich aus. Gut, dann unsere Heizkesseln. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Und ich würde mal sagen, der Einfachheit halber, und der hat nämlich auch einen sehr netten Trick noch gemacht, der hat ein unterirdisches Rohr verlegt. Wieso das? Einfach, weil wir, wenn wir da daneben noch so ein Konstrukt aufbauen, mit Kohleförderband einfach durchgehen können, ohne Splitter, oben drüber, unten durch und so weiter und so fort. So, und da hinten klatschen wir jetzt mal alle unsere Heizkesseln dran. Okay, soviel dazu. Dann benötigen wir ja wieder mal die Greifarme. Diesmal passe ich auf, dass ich auch tatsächlich in die richtige Richtung schaufel. Was? Haben wir nicht mehr? Doch, wir haben noch. Wow. So. Splitter. Haben wir einen Splitter irgendwo noch liegen? Da haben wir einen Splitter. Teilerfließband. Wenn wir da mal die Kohle splitten, wobei, hui. Oh ja, nein, das ist ja nur deswegen so leer, weil, ja, warum eigentlich? Kommt da so wenig an? Moment, ich verbaue mir schon langsam den Weg. Ja, egal, dann mache ich da noch so ein Abbauäumel her. Das mache ich gleich, wenn ich da in der Nähe bin. Dann brauche ich das da oben nicht splitten. So, weg mal mit dir. Erzförderer, was fehlt uns? Eisenplatten. Naja, haben wir ja alles zur Genüge mittlerweile. Jo. Des Weiteren, ich weiß nicht, ob ich es schaffen werde, bis ins Endgame zu kommen. Ich gebe es ja zu. Ich habe ein paar Tutorials gesehen und gesucht. Einfach, das Spiel ist faszinierend. Man kann das so viel optimieren und so viel verarbeiten und umsetzen und umbauen. Aber jedenfalls, es könnte durchaus sein, dass ich aufgrund meines Aufbaus später dann im Endgame Probleme bekommen werde, aufgrund der Tatsache, dass wir vielleicht nicht schnell genug produzieren oder nicht effizient genug sind, weil einfach viele Dinge im ersten Moment zwar passabel wirken, klingen und funktionieren, wie zum Beispiel da dieses Konstrukt. Aber ob das dann ausreicht, wenn wir wirklich alles produzieren müssen oder ob wir dann nicht alles wieder umbauen müssen, das werden wir sehen. Das wird spannend. Ich hoffe, ich komme auch so weit. Ihr wisst ja, ich habe berufstätig leider seit einigen Wochen, Monaten sehr wenig Zeit zum Spielen. Aber ich bemühe mich, dass wir so weit wie möglich kommen. Ich möchte es halt nicht komplett auf Eis legen, das Let's Play da. Wobei es ja eigentlich nur ein vorgestellt angespielt sein hätte sollen, aber es macht einfach zu viel Spaß. Es ist einfach großartig. So. So, dich brauchen wir ja nur mal bis da höher. Okay, Schwefelaufbereitung hätten wir. Das bedeutet, wir können jetzt theoretisch auf die Batterie losgehen. Können wir das? Batterie, ja, können wir. Schwefel hätten wir und dann können wir endlich, was brauchen wir denn für die Wissenschaftspakete? Für die blauen. Eine Batterie. Den roten produzieren wir schon. Den grünen intelligenten Greifarm, den müssen wir noch bauen und Stahlträger.
Und die Batterie wird, oh, da brauchen wir dann schon die Schwefelsäure. Okay, wird spannend. Ich erforsche das mal. Gut, wir benötigen natürlich jetzt auch noch Soft. Mache ich das am dümmsten? Das machen wir so. Und das leiten wir natürlich auch gleich da hoch. Wir wollen ja da oben die ebenfalls mit Saft verbinden. Jetzt habe ich natürlich zu wenig kleine Strommasten, kleine Strommasten. Aber eigentlich möchte ich ja sowieso gleich die verwenden. Wie kann ich, wie ist denn das gegangen? Also, das ging nur nicht, weil das selektiert war. So, dann machen wir gleich die. Und zwar so dran, damit das auch funktioniert. Okay, jetzt fehlt uns da noch die Verbindung. Gut. Temperatur 100. Schauen wir mal, ob das wirklich jetzt mehr bringt. Das müsste sich ja jetzt auswirken auf diesen Energiebalken. Oh ja, tut es. Davor waren wir ja da 50 bis 75% und jetzt sind wir schon um einiges weiter hinten. Also brauchen wir nicht ganz so viel wie davor. Dann würde ich aber fast sagen, ich ziehe da jetzt noch so einen zweiten Cluster hoch. Wenn nicht sogar unter Umständen den dritten, ich weiß es nicht. Aber einfach damit dieses Energiethema mal weg ist. So. 5, 10, 13, 11, 12, 13, 14. Dann machen wir das gleich mal so. Dann setzen wir da, das geht nicht. Wieso geht das nicht? Also, weil ich zu weit wegstehe. Gut, ich brauche das Fließband. Das muss dann, wie viel brauche ich Abstand? Das Fließband kommt. Wird da oben gesplittet, eines runter, ein Greifarm daher. Ja, das ist jetzt. Na Moment, das kann ich ja so machen. Wir haben ja genug Rohre. Das müsste ja genauso funktionieren. Warum auch nicht? Genauso gut. Ich glaube, wir brauchen unten auch Wasser irgendwann einmal. Das können wir ja ebenfalls mit Pumpe absaugen und in so einen Tank reinfüllen. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wow! Und schon haben wir die Batterie erforscht. Coole Sache. Dann können wir uns theoretisch ja schon richtig daran machen, Batterie und die blauen Pakete zu erzeugen, damit wir dann endlich Stufe 3 erforschen können. Ich möchte als nächstes das Automobil in Auftrag geben. Einfach mal zum Ausprobieren. So, wo bin ich? Da bin ich. Gut, dann benötigen wir wieder die Greifarme. Ja, das war sogar eins zu weit weg. Will ich das jetzt nochmal abbauen? Nein, will ich nicht. Das passt schon so. Behaupte ich jetzt mal. Ja, es gibt übrigens, das habe ich gesehen, im Freeplay-Mode. Hat man keinen Avatar, sondern kann tatsächlich, so wie man es gewohnt ist, bei Aufbau spielen. Das wusste ich leider, habe ich erst später erfahren. Es macht zwar Spaß, da rumzulaufen, aber allein die Tatsache, wenn ich da stehe und da rübergehen will oder da noch schnell was angleichen will, dass ich dann da festhänge und außen rumlaufen muss, ist auf Dauer schon mühsam. Der Freeplay-Mode, da habt ihr das nicht. Also da kann man dann tatsächlich, wie man es halt kennt, einfach drauf losbauen. Das war jetzt blöd. Der Splitter muss da schon splitten. Und der Splitter muss da schon splitten. So, weil jetzt werde ich mich nämlich. Ich hoffe, ich komme da jetzt nämlich überhaupt. Ah, okay, da kann ich hier drüber laufen. Nein! Ich habe keine Fließbänder mehr. Kann ich die jetzt so bauen oder muss ich wieder zurücklaufen? So, ich brauche Fließbänder. Sorry, Leute. Wo produziere ich die?
Die werden doch auch schon produziert, nämlich da hinten. Ganz weit weg. Ja, die roten Forschungspakete, da haben wir jetzt irgendwie einen leichten Engpass. Wobei eigentlich, es ist alles voll, das geht halt nur nicht schneller. Das ist, weil jetzt die Forschung voll im Gang ist. Da hätten wir unter Umständen tatsächlich noch einen vierten Produktionszweig einbauen können, müssen, sollen. Ja, ihr seht, also im Nachhinein stellen sich dann Dinge heraus, dass man das vielleicht auch optimaler machen hätte können. Oder beziehungsweise müssen, denn sonst sind einfach die Wartezeiten, bis irgendetwas Produktives rauskommt dabei, immens hoch. So, ich werde jetzt mal genug Fließbänder mit einsammeln. Greifarme habe ich jetzt auch nicht mehr so viele, dann nehmen wir uns gleich da ein paar Greifarme. Mit so Fließbänder, Greifarme, Platten eventuell, die holen wir uns aber dann von drüben. So geil, wie viel da schon rumläuft. Aber ihr seht es da, die rote Produktion kommt jetzt nicht wirklich nach. Das ist nämlich, das Geschwindigkeitsmodul. Check it. Das verheizt einfach zu schnell die roten Dinger und da habe ich da auch eins rein. Ich habe überall eins reingeworfen. Okay, also wenn ich das Geschwindigkeitsmodul wieder rausnehmen würde, zumindest bei den ersten beiden, machen wir das mal. Müsste zumindest hinten dann noch was ankommen. Dann sollte ich wahrscheinlich schauen, dass die hinteren sehr schnell verbraten. So, schauen wir mal. Okay, die sind jetzt noch damit beschäftigt. Aber das sollte jetzt nicht mehr allzu... Naja. Das geht sich wieder nicht aus, oder? Kommt zumindest eines jetzt durch? Nope. Ja, wir produzieren zu langsam rote Forschungspakete. Na gut. Ja, dann schließen wir das da hinten noch ab, unseren neuen Energieerzeugungscluster. Damit wir das da durch. Das wird da hingesplittet. Ja, hätte natürlich geiler. Oh ja. Hätte natürlich besser ausgesehen, wenn das wirklich da dran wäre, dann wäre da nicht so eine Lücke. Aber dann füllen wir die Lücke mit Scheinwerfern, mit Lichtern aus. Und dann benötigen wir wieder Energie. Aha, das ist jetzt natürlich stupid. Der braucht doch mehr Platz. Moment, dann werden wir uns. Ich möchte jetzt nämlich nicht Holz hacken, das mache ich dann wieder offline. Einmal kurz Holz hacken gehen. Dann werden wir das... Ach, das geht sich ums Verrecken nicht aus. Verdammt! Das ist blöd. Die sind... Okay, das muss man auch beachten. Und da seht ihr schon, also gewisse Dinge erfahrt man erst während dem Spielen. Die brauchen relativ viel Platz und kommen aber da nicht dazu. Wohingegen die nur eine Fläche haben und damit decke ich, ihr seht das Quadrat, decke ich da hinten die Fläche ab. Ja, das nervt halt, dass ich wirklich tatsächlich... Da wäre der Freeplay-Mode wahrscheinlich sinnvoller gewesen. Dann schaue ich, dass ich das irgendwie so aufteilen kann. So, jetzt sind die alle versorgt. Oh no, das wird jetzt... Okay, unten durch, oben drüber und das könnte man, kann man das eigentlich da jetzt verbinden? Ich hoffe es. Wobei, warum mache ich das eigentlich? Das ist jetzt komplett senseless.
Das war jetzt blöd von mir, wieder mal. Ich will ja da gar nichts verbinden. Ich will ja da oben die Heizkesseln dran klatschen. Und zwar, und dann war es vielleicht gar nicht so schlecht, dass ich da doch mehr Abstand gehalten habe. Weil auch die benötigen ja dann Strom. Also wie viele Heizkesseln habe ich im Moment? Gar nicht so viele eigentlich. Also Dampfmaschinen, Entschuldigung. Aber dann sollte man zumindest wirklich für längere Zeit keine Energieprobleme mehr haben. Ja gut, ich gehe mal Holz hacken. Boah. Damit ich diese kleinen Strommasten bauen kann. Jo. In der nächsten Folge würde ich sagen, stürzen wir uns dann daran, die ersten Bestandteile für die Batterie zu machen, beziehungsweise für den Logistikreifarm war das, glaube ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr. Damit wir die türkisenen Forschungspakete basteln können und unseren Forschungseinheiten zuführen können, quasi. Ziehen wir das jetzt noch durch? Wieso kann ich nur zwei, weil ich Kupferkabeln brauche? Und Kupferkabeln produzieren wir da unten. Nehmen wir gleich mal mit, wie viel geht. So, schauen wir mal, wie viele Schaltplatten wir haben. Gar nicht so viele. So. Shift-Taste und linker Mausklick erzeugt alles, was derzeit möglich ist. Also da wären es dann zum Beispiel 33 Fließbänder, wohingegen ein Klick auf die rechte Maustaste immer nur 5 Stück erzeugt. Nur so als kleine Zusatz-Hintergrundinfo. Okay, naja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als so, da ist jetzt alles versorgt und da müssen wir uns so durchziehen. Den noch als verbindender Abschluss. Und jetzt sollten wir energietechnisch gar kein Problem mehr haben. Oder zumindest aktuell weit weg von Problemen sein. Na gut, 22 Minuten Aufnahmezeit. Wir haben ein kleines Stück Umweltverschmutzung mehr gebastelt. Yippie. Moment, ganz sind wir nicht fertig. Ja, ich behaupte mal, es war ja 70%. Das ist zu wenig, glaube ich, fast. Das dürften dann doch zu viele Dampfmaschinen sein für die Heizkessel. Das probieren wir jetzt auch noch aus. Wenn wir da die oben die letzte Reihe wegnehmen. Dann brauchen wir die auch nicht mehr. Feuer 70%, also im besten Fall müssen wir auf 100% kommen. Es kann natürlich sein, dass das jetzt zu viele für zu wenig. Hey, da unten ist ja gar nicht beleuchtet. Das ist nicht fein, das ist nicht fein. Komme ich da jetzt so rüber? Jupp. Tue ich. Jo, Kohle kommt auch viel zu wenig an. Wobei eigentlich, so weil die da noch zu gierig sind, dann werden wir noch, habe ich noch einen Erzförderer, dann können wir den auch noch setzen. Nope, habe ich nicht. Habe ich nicht. Und die fadisieren sich dafür kohletechnisch, die haben genug Kohle, vielleicht könnte ich denen noch. Ja, ich fange jetzt zum Pfuschen an, einfach so. Beziehungsweise nein, ich fange nicht zum Pfuschen an, das Spiel verbietet es mir. Ich habe auch keine Materialien für ein Teilerfließband und ja, es wäre richtiger, wenn ich da noch ein Abbaufeld baue. Gut, ich mache das dann offline. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann darum geht, keine Ahnung, was können wir jetzt neu machen? Schauen wir mal ganz kurz.
Schwefel wird hergestellt in der Raffinerie. Ja, wenn wir Schwefel herstellen und im weiteren Sinne dann die Schwefelsäure, wofür wir dann den Schwefel brauchen. Dafür brauchen wir auch eine Raffinerie. Oh, das wird spannend. Und damit können wir dann Eisenplatten, Kupferplatten und Schwefelsäure die Batterie erstellen und hätten das erste Bestandteil für das Wissenschaftspaket in Blau. Na gut, wird eine spannende Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mal einen Daumen da. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch was. Ciao, baba.